So, hallo ihr Lieben, hier ist wieder Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach mit einem der berühmten Livestreams. Und ja, wir schauen mal, was heute so Phase ist. Und ich warte erstmal ein bisschen kurz, bis sich das hier alles ein bisschen normalisiert hat. Okay. So, Vorfreude auf Köln, schon mal wichtiger Punkt, genau, Liebische Party restlos ausverkauft, freue mich auch so drauf, wird die größte Liebische Veranstaltung, die es hier gegeben hat, genau, jetzt gucken wir erstmal, oh, müsstet ihr mich hören und sehen können, ja, Ton gut, Bild gut, sehr gut, ja, also das wird richtig krass in Köln, mal gucken. Vielleicht, wir gucken, dass wir auch noch ein paar Gäste kriegen und ja, das wird richtig krass in Köln. Ich bin echt schon ein bisschen aufgeregt. Ja, genau. Servus aus Kärnten. Ja, Servus zurück. Wir haben hier alles. Laura, Candy, Lisa, Pari, Patricia, ja, Schiffka. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, genau, heute, ich erzähle mal kurz was zum Buch und dann können wir gucken, was es noch so für Fragen gibt bei euch, was ihr so auf dem Herzen habt. Ich habe es leider jetzt hier nur so eine, muss ich mal gerade mein Bildschirm anmachen, aber ihr seht es ja oben, so eine Vorversion hier, sieht jetzt so aus wie da oben rechts und genau, was jetzt rausgekommen war, echt ein hakeliger Prozess, wenn man sowas, hat ja schon gesagt, das ist das Erste, was ich jetzt selber veröffentlicht habe. Und war irgendwie ein cooler Prozess, aber auch, da gab es tausend Probleme damit, erst mit dem Druck, dann mit der Formatierung, dann noch mit Sachen mit den Bildern und es war, ist einfach echt krass, aber ich freue mich total, ist ja schon bei Amazon schon gut gerankt und ist auch schon gut gekauft worden. Und also gibt es jetzt erstmals auch bei mir auf der Website selber zu kaufen. Das ist halt neu. Es gibt es jetzt als Printversion, als E-Book. Ist so ein bisschen dünner. Es soll vielleicht so eine kleine Reihe werden von so Liebeschip-Mini-Bücher, sag ich mal. Ja, die so sehr fokussiert sind. Nicht nochmal alles von Adam und Eva erzählen. Und wir vielleicht nochmal eins machen, auch über Singles. Nochmal eins zum Liebeschip-Konzept vielleicht. Genau, und es gibt das Buch auch im Bundle mit zwei Kursen auf meiner Website. Einmal mit dem People-Pleaser-Kurs, der ist auch gleichzeitig scharf reduziert, also gute Gelegenheit, da mal zuzuschlagen, und mit dem Paar-Kurs. Genau, so. Liest sich toll, das neue Buch. Ah, freut mich, sehr schön. Bist du das mit Aline auf dem Cover? Ja, auf jeden Fall. Ja, das hat so ein... ist ja witzig, was heutzutage geht. Das hat irgendwie so ein Designer aus Marokko gemacht. Das ist wirklich crazy, ne? Ich finde, er hat das total gut gemacht. Und wir kommunizieren immer über Internet. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Der weiß nicht, wie ich aussehe. Ja? Ah, stimmt, der weiß ich nicht sicher. Stimmt, der muss ja stimmen. Okay, stimmt. Hat er die Fotos, genau. genau. Und ja, genau. Also aus dem... Ich meine, hier sind ja meistens Singles, aber aus dem Inhalt, also es geht so ein bisschen, ja, wie kann man halt in Langzeitbeziehungen bleiben oder was sind überhaupt die Probleme? Da reden wir erstmal über gesellschaftliche Probleme, paarpsychologische Probleme, biologische Probleme, da gibt es ja auch, wir haben ja auch unterschiedliche Sexualstrategien, sag ich mal, die es manchmal schwer machen mit Langzeitbeziehungen. Ja, Beziehungsstile über unteraktivierte Beziehungen und dann gibt es halt einen großen Aktionsteil. Wie kann man die Beziehung antoxen, wenn es zu langweilig wird? Wie kann man, wenn es zu streitig ist, Kommunikationstipps, Tipps bei Krisen? Ja, wie wird man, warum muss man People-Pleasing abbauen in einer Beziehung? Warum ist es wichtig, so radikale Ehrlichkeit zu haben und so weiter. Ja, sehr fokussiert. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Genau.
So, was ist denn bei euch so los hier? Alte Buch liest sich auch gut, hängern will ich hinterher. Ja, schön, freut mich. Was vermute ich das Letzte? Ja, das war ja auch eine tolle Sache, die letzten beiden auf jeden Fall. Eigentlich alle, also es ist immer so ein Journey, ne? Thema geht da. Genau. So, was tun bei Dealbreakern in der frühen Beziehungsphase? Wurde noch nicht alles kommuniziert? Ist es da nicht unfair, es zu beenden ohne eine vorherige Vorwarnung? Ja. Also, das ist ja immer diese Sache mit Standards und Dealbreakern. Das ist halt der große Unterschied. Also Standards sind Sachen, über die man diskutieren kann, so, ne? Also, ja, was weiß ich. Was weiß ich, wie oft man sich sieht. Verlässlichkeit bis zu einem gewissen Rahmen. Keine Ahnung. Wie man so einen Abend verbringt, wie oft man sich schreibt. Und ja, Dealbreaker sind aber, das ist, also Standards sind verhandelbar. Dealbreaker sind aber Sachen, das musst du natürlich definieren, was ein Dealbreaker ist. Aber zum Beispiel, jemand sagt irgendwie, Dates ab und mach kein neues aus oder so. Ne? Also wär für mich ein Dealbreaker. Oder es gibt so, oder jemand ist irgendwie respektlos oder irgendwie sowas. Ja, das ist eben die ganze Liebeship-Idee hier, dass man dann sagt, nee, das muss, dann ist Feierabend, ne? Das muss man auch nicht diskutieren. Ja, das ist manchmal hart, aber warum machen wir das? Damit ihr nicht wieder in eine toxische Beziehung kommt. Also Dealbreaker zu haben, ist der beste Punkt, der einen so aus toxischen Beziehungen raushält, ne? Ja. So, schickes Cover, freut mich. Das ist auch eine gute Frage. Wirst du oft kopiert? Wie gehst du damit um, wenn es legal ist, aber einfach nervt? Das ist witzig. Also, das ist tatsächlich gerade Thema bei uns. Sprichst du es an, bei Freunden, bei Feinden? Ist tatsächlich ein Problem. Also, kann ich jetzt nicht leugnen, aber wenn man teilweise 1:1 meine Sprüche sieht auf was weiß ich, Instagram-Beiträgen von mir, also von jemand anders dann, und man weiß genau, das kommt von mir, das ist schon, das ist nicht schön, ne? Kann ich, ups. Wieder irgendwelche Leute an, nämlich irgendwelche Meinungsforschungsinstitute, glaube ich. Naja. Das ist nicht schön. Also hatten wir jetzt tatsächlich, und wenn ich mehr darauf achten würde, würde es wahrscheinlich noch mehr auffallen. Also es nervt, vor allem, wenn man die Leute kennt. Das ist richtig ätzend, finde ich. Aber da ist, wie du schon, da ist eben meistens, ja. Also es da keine rechtliche Grundlage gibt und es einfach nur vielleicht ein bisschen Kollegenschweinerei ist, sagte ich mal. Ja, was soll man dazu sagen? Also wenn man richtig gut befreundet wäre, würde ich es, glaube ich, schon sagen, weil dann sollte es natürlich auch gar nicht, sollte es natürlich gar nicht vorkommen. Und ja, also was soll ich sagen, bei Leuten, die man nicht kennt, da bringt es schon mal gar nichts. Also wenn jetzt wirklich jemand 1:1 da meine Kurse kopieren könnte, dann würde ich natürlich, also wenn ich irgendeine Möglichkeit sehen würde, dann würde ich natürlich was machen, aber jetzt muss man sagen, Social Media, natürlich inspiriert man sich von anderen. Ich würde es einfach nur fair finden, wenn man das dann auch entsprechend mal ab und zu mal markiert sozusagen, ne, oder die Quellen dann auch nennt. Aber naja. Wird dieses Live aufgezeichnet? Ja, definitiv. Machst du noch Privat-Sessions? Ja, mache ich wieder. So, ich habe toxische Beziehungen nach 4 Monaten beendet, nachdem er sich eigentlich getrennt hatte. Wir waren beide sehr toxisch. Ich im Plus, er im Minus. Ich komme aber nicht drüber weg, trotz Nullkontakt. Ich meine, ich hätte deinen Namen schon öfter gelesen hier. Also, wenn man gar nicht weiterkommt, sollte man sich unbedingt vor Ort Unterstützung suchen. Das ist natürlich teilweise möglich, also notwendig auch. Nicht nur möglich, ist auch notwendig. Also wenn man so ewig festhängt, dann kommt überhaupt nicht weiter und es einen auch so psychisch belastet, dann sollte man so die üblichen Wege vor Ort gehen, ne? Würde ich mal sagen. Genau. So, Datingphase vor 3 Wochen.
nur geküsst. Mann hat mir seine Gefühle gestanden. Bei mir hat sich in der Zeit nichts entwickelt. Er hat viel von Job gesprochen, bin froh über diese leichte Erfahrung. Okay, mal scheinbar kein Problem. das ist ja gut. Ja, muss man natürlich immer gucken, ob man die Leute, die sich für einen interessieren, ob man die so leichtfertig absägt und die Leute, die dann irgendwie wieder so toxi-toxi nicht verfügbar sind, dass man die wieder spannend findet. Aber gut, wenn sich bei dir nichts entwickelt, dann entwickelt sich nichts bei dir, ne? Ja. Kann man deiner Meinung nach allgemein sagen, dass die Annahmen über Glück in langfristigen Beziehungen auch gelten für Menschen außerhalb christlicher Religionen? Ah, das. ich denke schon, aber in beide Richtungen so, ne? Also ich meine, ich hätte mal Forschung gelesen, dass zum Beispiel vermittelte Ehen, jetzt nagel ich mich aber nicht drauf fest, aber nur mal als Beispiel, ich meine, ich hätte das mal gelesen, dass vermittelte Ehen im Schnitt besser laufen als Ehen, wie wir sie hier im Westen führen. So, ne? Also da gibt es vielleicht auch Erkenntnisse, ja, also nicht, dass wir immer denken, wir wären so, ich meine, es mischt sich ja sowieso alles kreuz und quer gerade, aber dass wir jetzt denken, hier im christlichen Westen hätten wir so die Weisheit mit Löffeln gefressen, ist ja auch nicht so. Aber ich denke mal so psychologischen Prinzipien, die gelten überall. Es kommt nur manchmal zu überraschenden Ergebnissen so, ne? Also ich sag mal ein Beispiel, zum Beispiel steht auch in meinem Buch drin, sind die Ehen am glücklichsten? Im Schnitt jetzt, ne? Kann ich nicht in jedem Einzelfall, aber im Schnitt sind die Ehen am glücklichsten von Partnern, die vorher keine anderen Sexualpartner hatten, ne? Und das ist zum Beispiel eine Sache, die man vielleicht nicht wahrhaben will, aber es ist ein wissenschaftliches Ergebnis, ne? Ja. Aber da käme ich jetzt ein bisschen auch zu wenig aus, aber man sollte da immer sehr offen sein, auf jeden Fall, ne? So, im Westen ist die Auswahl einfach zu groß. Ja, also wie das jetzt ganz genau, ich war ja nur mal in Palästina, das habe ich mal kennengelernt, das waren allerdings christliche Palästinenser, also keine muslimischen. Und gut, das ist jetzt auch schon wieder, wie lange ist das her, 6, 7 Jahre, keine Ahnung. Und da ging es doch sehr traditionell zu, sage ich mal. Und da jetzt schreibst du hier, die Auswahl ist einfach zu groß. Also da war es tatsächlich so, dass die Eltern irgendwie ausgesucht haben, so groß, also eine Vorauswahl gemacht hat und dann konnte man sich mal grob gucken, hier passt das hier mit uns beiden, haut das hin. Und dann wurde eben geheiratet und dann war gut. Also tatsächlich gibt es ja dieses Auswahlparadox, also je mehr Auswahl wir haben, umso mehr Probleme haben wir scheinbar, ne? Ja, danke übrigens für die Kanalmitgliedschaft, wenn ihr auch mich unterstützen wollt, dann kriegt ihr auch so. Weißt du, ob Ü60-Jährige, die eigentlich schon alles durch haben, anders daten als Junge, die noch alles vor sich haben? Ich hoffe, das ist jetzt gerade nicht so ein bisschen abgehackt, aber na, scheint wieder okay zu sein. Also ich kann euch sagen, dass man sich in jedem Alter Hals über Kopf verlieben kann. Das ist auch irgendwie nicht unterschiedlich, als das in jungen Jahren ist. Und ja, ich glaube, klar sind ältere Menschen, die haben, weiß ich nicht, gibt es vielleicht andere Themen, auf die man so achtet. Aber natürlich, wenn man da eine schöne Zeit haben und natürlich möchte man die gern mit anderen Menschen verbringen in der Regel. Also natürlich wird man so ein bisschen weiser und vorsichtiger und aber ich glaube, das ist immer so ein Irrglaube, dass ich da im Alter so dann weiß ich nicht, da ist man eben alt und dann passiert nichts mehr. Also ich hatte auch Klienten, auch über 70, die ganz normal auf Dating-Apps waren, gedatet haben, neue Leute kennengelernt haben. Also natürlich wird die, ich glaube, die Auswahl wird so ein bisschen kleiner irgendwie, vielleicht auch rein statistisch und natürlich
trifft man vielleicht auf Leute, die so sehr eingefahren sind in ihr Muster. Und ich weiß auch nicht, wie das, ob auf Dating-Apps da so ein, ob man da so viel Auswahl hat dann, aber im Grunde genommen ist es nicht groß anders, ne? So. Hat es immer wieder mit einem selber zu tun, wenn es im Dating nicht weitergeht, ab einem Punkt ganz am Anfang gemäß dem Gesetz der Anziehung. Also wenn einem immer das Gleiche passiert in Dating und Beziehung, da muss man natürlich ganz klar sagen, also kann man nur auf sich gucken, ne? Also da kann, wenn man dann sagt irgendwie, ja, alle sind scheiße, die ich date, alle sind doof, ist immer der gleiche Mist. Nehmt man da, also die Person, um die sich alles dreht, das bist du dann, ne? Ganz klar. Und natürlich, ja, kann man natürlich gucken, datet man vielleicht immer im falschen Pool oder so. Aber tatsächlich würde ich sagen, ja, auch kann man auch auf das Gesetz der Anziehung beziehen. Also man zieht immer wieder ein bestimmtes Thema an. Zum Beispiel, ob das jetzt Anziehung ist oder psychologisch, also zum Beispiel könnte es dann passive Bindungsangst sein, so, ne? Dass du einfach, ja, also Leute, die dich gut finden, zum Beispiel mal wieder ablehnst, oder dass du unbewusst Angst hast, dich einzulassen, oder dass du darauf dann zu hohe Standards hast oder so, ne? Das ist natürlich absolut möglich. So, wie viele Menschen werden zur Liebeship-Party kommen? Also, weiß jetzt nicht, ob jetzt welche irgendwie verhindert sind oder keine Ahnung, aber jetzt sag mal rein ticketmäßig, ja. Ja, 180 bis 190, so, ja. Ist schon ganz geil, so. Genau. Energetische Markierung, Wien ist auch immer was ganz Besonderes, und dann gucken wir, ob wir nochmal in Schnee kommen. Ich bin natürlich immer noch leider ein bisschen gehandicapt hier mit meinem Bänderriss. Keine Ahnung, gibt es hier gerade Leute aus Österreich? Gibt es da noch Schnee? Vielleicht gibt es auch gar keinen Schnee, keine Ahnung. Und dann gucken wir mal, ob wir noch Kollegen besuchen von mir. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Köln, und dann nehme ich in Köln auch schon das Hörbuch auf, das kommt ja auch noch, genau. Ist es eine Red Flag, wenn jemand beim Online-Dating über die Trennungsgründe zur Ex von fehlender Spannung auseinanderleben spricht, Langzeitbeziehung? Nee, finde ich nicht. Man muss ja auch mal überlegen, also wenn man überhaupt über Exen redet, was ich immer nicht so richtig empfehle, aber es passiert natürlich immer wieder, da muss man ja mal überlegen, was ist eigentlich ein gutes Szenario, ne? Und ein nicht gutes Szenario ist auf jeden Fall, wenn nur gehetzt wird über einen Ex und alles waren Narzissten, alles waren Borderliner, alles waren böse, das ist kein so gutes Szenario. Aber so ein Szenario von, nee, irgendwann war einfach, das kann ja sein, also manche Beziehungen laufen einfach aus. Also würde ich sogar eher sagen, ist ein gutes Szenario, ne? Also, und was weiß ich, so ein Szenario von, ich bin 40 Jahre Single, wollen wir auch nicht haben. Also deswegen ist jemand, der war in einer Beziehung, und irgendeinen Grund muss es ja geben. Und dann finde ich so Auseinanderleben, finde ich eigentlich immer noch so das Harmloseste, so, ne? Muss ja auch nicht heißen, dass es ein langweiliger Typ ist oder so. Das, ja, ist einfach vorbeigegangen, ne? So, also manche tun mir recht schön und fragen nach der Nummer, obwohl es voll harmoniert hat, melden sich nicht mehr, ist mir jetzt zweimal in der Art passiert. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, das Glas ist halb voll oder voll ist halb leer, also immerhin wirst du angesprochen, das ist ja schon mal gut. Und also warum man jetzt eine Frau anspricht und sich da nicht meldet, ist mir auch, also ist mir völlig schleierhaft, keine Ahnung. Ist dir das auch schon mal passiert? Nee, ne? Dass jemand deine Nummer haben wollte, hat sich da nicht gemeldet. Aber da gibt es deine Nummer eigentlich gar nicht raus in der Regel, ne? Aber. Achso. ich habe keine Ahnung. Also, es ist. Ich weiß es nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Würde ich aber auch nicht so viel drüber nachdenken. Also, ich. Aber so richtig Sinn macht es nicht. Aber ich finde sowieso, dass dieses
moderne Dating, keine Ahnung. Also vielleicht, also wir suchen ja immer die low-hanging fruits, ne? Also die niedrig hängenden Früchte. Vielleicht hat er deine Nummer, hat aber dann doch wieder auf die Dating-App gegangen und ach nee, jetzt machen wir mal da weiter. Das könnte ich mir so vorstellen, aber ja, abhaken. Also kann ja nichts mit dir zu tun haben. Offensichtlich war es ja interessant genug, dass du angesprochen wurdest und ja. So, wann kann man das Buch kaufen? Ab jetzt, ne? Auf Amazon und auf meiner Website. Es gibt es nicht im stationären Handel. Wollte ich auch noch anschieben, aber die Plattform, die ich mir da ausgeguckt habe, die macht das so schwierig. Habe ich dann irgendwann aufgegeben. Also bei Amazon ist es halt so schön simpel. Und aber wenn ihr Amazon nicht unterstützen wollt, könnt ihr es dann auch, könnt ihr mich direkt unterstützen, indem ihr es auf der Website kauft, genau. Warum nutzt du entgegen, was Wissenschaft gelehrt, was die Wissenschaftler lernen, seltene Fachbegriffe wie Pluspol, Minuspol? Was ist das? Also Pluspol ist halt jemand, der so tendenziell verlustängstlich ist, ja, manchmal co-abhängig und so weiter. Minuspol ist jemand, der eben diesen Bindungsflüchter Teil in einer Beziehung hat. Warum nutze ich das ja? Also erstmal, weil es so anschaulich ist und weil, also bei verlustängstlich und bindungsängstlich denkt man so an übergreifende Charakterzüge, so, die es ja auch sein können. Aber was ich in meiner Arbeit halt viel sehe, ist dieser teilweise rasend schnelle Wechsel zwischen den Polen. Und das kannst du eben leichter mit der Sprache beschreiben, dass man mal vom Pluspol in Minuspol wechselt, zum Beispiel. Ne? Also und dann wäre so eine Aussage wie: So, ich bin von verlustängstlich auf einmal bindungsängstlich geworden. Also kann man auch machen, ist halt ein bisschen sperrig. Macht im ersten Moment, ist glaube ich nicht so leicht zu verstehen, wie: Ah, da gibt es so zwei Pole und zwischen denen kann ich wechseln und da gibt es so eine Mitte dazwischen. Und ich benutze es auch, weil ich, also gerade wenn ich so E-Mails vorlese, will ich eigentlich auch niemand so stigmatisieren oder irgendwie so Begriffe um. Das ist halt so ein sehr unverfänglicher Begriff irgendwie, ne? So, mein Mann hat nicht wirklich Lust auf Dates, sind seit 14 Jahren verheiratet, zwei Kinder. Ich sage dauernd, dass ich mit ihm ausgehen will. Er hat immer seine handwerklichen Missionen im Haus. Was kann ich tun? Na, ich würde ihm mal richtig auf die Füße treten, weil das fliegt euch irgendwann um die Ohren. Wenn man aufhört zu daten, was ist der Subtext? Ich kümmere, ich gebe keine Energie mehr in die Beziehung rein. Ne? Ich meine, das kommt häufig vor. In Langzeitbeziehungen ist ja auch, meine, guck dir mal in mein Buch rein, ist ja auch ein Kapitel da, diese Grundpflege von Beziehungen. Und das Date ist der natürliche Urzustand vom Paar. Wenn du das nicht mehr machst, da gibt es irgendwann Probleme, ne? Und bei Männern muss man häufig so sehr drastische Ansagen machen, dass sie das überhaupt da oben ankommt, ne? Er denkt vielleicht jetzt, ja, es will mal irgendwie ausgehen, habe ich keine Lust drauf. Aber wenn du ihm ganz klar sagst, ey, sorry, wenn wir keine Dates mehr haben, dann haben wir bald keine Beziehung mehr. Dann merkt er vielleicht, puh, ja, das ist vielleicht wichtig so, ne? Also, und wenn er es wirklich partout nicht will, ist natürlich nicht so eine gute Aussage über die Beziehung. Das heißt ja dann letztlich, er hat irgendwie keine Lust, mit dir so eine 1:1-Zeit zu verbringen, ne? So, gut. Gibt es noch Tickets an der Abendkasse? Ich gucke gerade nochmal. Also hier auf Eventim sind noch zwei Tickets zu haben. Also wenn du jetzt gleich kaufst. Ich sehe, da ist ja noch zwei, dass man noch zwei Tickets kaufen kann. Also restlos auf Außerkauf ist auf zwei Tickets scheinbar. Also die kannst du dir noch holen. Hol sie dir. So.
Mein Partner hat, seitdem wir zusammen sind, circa 15 Kilo zugenommen. Ich habe ihm gesagt, dass ich das so langsam nicht mehr attraktiv finde. Er ändert aber nichts. Ja, ist letztlich das Gleiche so, ne? Wie viel, also natürlich, ich meine, es gibt diese Wohlfühlkilos, ne, in der Beziehung so. Also ich glaube, also da ist bei vielen hat man so, die haben so das Gefühl, naja, ich muss ja jetzt nicht daten und was soll's, dann trinke ich eben das Glas Wein noch oder was weiß ich. Aber klar, 15 Kilo ist natürlich schon ein Pfund irgendwie und da ist, glaube ich, zu viel verlangt, so, du musst mich so nehmen, wie ich bin irgendwie und wenn du es einfach nicht mehr cool findest und das abtören findest, das ist ein bisschen so ähnlich wie mit dem Daten, ne? Da macht keine Dates mehr, da muss man halt mal sagen, irgendwie haut das hier nicht hin, so, ne? Vielleicht steckt auch noch was anderes dahinter, das dann aus irgendwelchen anderen Gründen es auch nicht mehr so cool findest. Oder ich meine, man muss ja nicht unbedingt 15 Kilo abnehmen, aber man kann zum Beispiel sagen, ja, geh doch mal wieder zum Sport. Also man kann ja auch mit ein paar Kilo mehr ganz gut aussehen, wenn man zum Sport geht, ne? Also ja, aber auch das, also Männer brauchen da manchmal echt eine harte Ansage, so, ne? Was hältst du von Raphael Bonelli? Ja, ihr habt ja auch Fragen hier heute, ey. So, meine Güte. Echt? Warum werde ich das so oft gefragt, ey? Also, ich finde ja grundsätzlich, also, was ich aus der Ferne so mitkriege, dass er ja so eine sehr, wie soll ich mal sagen, konservative Haltung hat, was ich jetzt grundsätzlich nicht schlecht finde. So ist es für meinen Geschmack, geht das manchmal, ist ein bisschen sehr konservativ, auch wie er seine super konservative Ehe da so auf den Podest hebt, finde ich persönlich so ein bisschen, weiß ich nicht, kriege ich so einen komischen, wenn ich da irgendwas falsch dran wäre, aber ich kriege da so ein bisschen so einen komischen Vibe. Also für mein Gefühl ist es einfach so ein Tacken zu viel. Ansonsten, ich glaube, viele gucken ihn gern und die werden schon ihre Gründe haben, warum sie es gucken. Was ich nicht schön fand, war, wie er sich so in der Corona-Zeit verhalten hat. Da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, da mal reinzugucken. Irgendwie, ich finde ihn schon so ein bisschen, wirkt auf mich manchmal so ein bisschen snobby auch. Aber Gott, so viel Content von ihm kenne ich jetzt auch nicht so. Und gibt ja auch viele unterschiedliche Geschmäcker so, ne? Sagen wir es mal so. Neben den 15 Kilos gibt es ein weiteres schwerwiegendes Problem. Er will am Wochenende bei mir einziehen und hat mich gestern mit dem Namen seiner Freundin angesprochen. Ja, das, guck mal, da habe ich doch einen richtigen Riecher gehabt. Also vielleicht gibt es auch ein anderes Problem und vielleicht ist dir unwohl mit dem Einzug und jetzt suchst du Gründe, warum du ihn doof finden kannst. Dass man jetzt mal mit dem Namen der Ex-Freundin angesprochen wird, ist vielleicht nicht schön, aber weiß nicht, also das kann natürlich mal vorkommen. Aber genau, sehr gute Frage. Willst du denn, dass er einzieht? Vielleicht solltest du die Frage mal klären, so, genau. Spannend, ja. Aber mutig ist der Bonelli. Ich will ja, ach komm, es ist irgendwo auch ein YouTube-Kollege und ich glaube, es ist auch viele, die meinen Kanal gucken seinen auch und die finden auch offensichtlich Freude dran und dann ist doch alles gut, ja. Ja, alles klar, Juli. Wir haben so ein Problem mit dem Hund, dass der irgendwie mittlerweile 5 Meter groß ist, ey. Keine Ahnung. Dann steht er da wie so ein Mensch plötzlich vor einem und guckt einen an, so auf Augenhöhe. Das ist wirklich echt spooky. Wirklich. Ach ja, genau. Ja, also das fand ich richtig gut. Genau, das habe ich mir mal angeguckt. Die Frau hat so ein Buch geschrieben. Wie heißt das? Irgendwas mit Vollzeit,
Vollzeitberuf Mutter oder so. Das fand ich richtig geil. Nicht, dass man das unbedingt, dass die Frau das machen müsste, jetzt verstehe mich da jetzt nicht falsch, aber dass sie mal so sagt, hey, das ist auch irgendwie, es kann auch eine geile Sache sein, zu Hause zu sein. Man muss das nicht immer, man kann auch cool sein, wenn man zu Hause ist. Vollzeitmutter, der wichtigste Beruf der Welt. Ja, Vollzeitmutter, der wichtigste Beruf der Welt. Und die ist auch akademisch, hat studiert und so und hat sich aber einfach entschieden, dass sie da so ihre Erfüllung drin findet. Also das ist ja heutzutage schon gegen den Strom, das muss man sich mal vorstellen. Das fand ich tatsächlich irgendwie beeindruckend. Das hat auch, glaube ich, auch ganz gut viele Bewertungen, ne? Oder? Ist das gerade da? Ach, ist auch egal. Müssen wir jetzt. Ja, okay. Hund, ich sehe nur einen Pony, ja, genau. das ist auch eher ein Pony, absolut. Der Hund kommt mit auch zur Party, kannst du mal als Kleiner. Ja, der Hund kommt zu, genau, Juli kommt zur Party, ja, das stimmt. Ja. Was schauen du und Aline gerne in der Freizeit? Oh, das wollte ich nicht wissen, ey. Oh Gott. Also Aline guckt gern, wie viele Frauen, oder hört sie gern True Crime Sachen. Das muss, und da wir einen gemeinsamen YouTube-Feed haben, sehe ich das ständig. Also ich finde meine eigenen Sachen nicht mehr hier über Bitcoin und was weiß ich. Und ich sehe da immer irgendwie, Anni wurde im Wald erstochen, warum wird der Mörder nicht gefunden? Und ja, es ist. Aber was gucken wir gemeinsam? Was wir gemeinsam gucken, wir haben wirklich eine ganz schlimme Angewohnheit, dass wir echt so abonniert sind auf Reality-TV. Das ist echt peinlich, aber irgendwie können wir dabei abschalten. Also gestern haben wir geguckt The 50 auf Amazon. Und wenn wir so richtig einschlafen wollen, dann gucken wir First Dates. Das ist einfach, First Dates ist einfach so, boah, das ist, also nicht, dass das schlecht wäre oder so, aber es ist so, was man bei First Dates, ist eigentlich interessant für Liebeschippler, weil man da sieht, es ist einfach nicht so, dass es nicht genug Leute gibt oder weil das ist ja immer so diese Idee, ich habe einfach nur nicht genug gedatet und dann sind die dann in einer 1er Umgebung auf Mallorca, kriegen jemand vorausgesucht, ist da hingesetzt, es wird noch, man kann schöne Sachen machen, die Sonne scheint und es wird aber trotzdem oft nichts draus, weil wenn einem so der Liebeschip im Weg ist, wenn man zum Beispiel bindungsängstlich ist, dann findest du halt jeden langweilig, ne, und ja, aber da, das ist irgendwie, ja, wobei ich weiß auch nicht. Ja. So, würdest du dir wünschen, dass dir mehr Männer auf deinem Kanal folgen oder bist du fein damit, dass du eher die Frau mit deinem Content ansprichst? Naja, man kriegt das Publikum, was man kriegt. Also da bin ich fein mit. Es hat mal eine Zeit gegeben, wo ich da dachte, warum sind denn, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt nur Frauen hier wären. Ich glaube, so bummelig ein Viertel ist Männer und also ab und zu wundert mich das mal, weil ich finde, das ist für die Männer auch super relevant, aber ja, bin froh mit dem Publikum, was ich habe. Ne? Insofern, klar, wenn ich da manchmal so Sachen aus Männersicht mache, manchmal kommt da ein bisschen mehr Backlash so, aber ja, das ist alles gut. So, auch eine sehr gute Frage. Wie schaut es aus mit Übersetzung ins Englische deines neuen Bestsellers for International Long-Term Relations? Das ist eine gute Frage. Das will ich auf jeden Fall auf Englisch rausbringen. Mir fehlt da gerade noch so ein bisschen, also falls da jemand hier Ideen zu hat, schreibt es gerne an support@bibische.de. Tatsächlich überlege ich gerade, wie man das am besten angeht, weil ich brauche natürlich. Man kann zwar irgendwie so ein Übersetzungsprogramm das vorübersetzen lassen, aber letzten Endes brauche ich natürlich einen Übersetzer. Genau, das habe ich noch nicht so richtig überlegt, aber das definitiv, ich bin ja auch am Liebescode dran. Also es ist ja so, wenn so ein Verlag so Rechte nicht ausübt, dann kann man die so zurückbekommen und ich würde gerne die Englischrechte für den Liebescode und mein erstes Buch
zurückbekommen. Das müsste eigentlich jetzt auch irgendwann der Fall sein. Und dann werde ich das auch auf Englisch rausbringen. So. Ja, ist ja genau. Ja, wie viele Schreibweisen es Eileen gibt, da habe ich mich schon so dran gewöhnt, da lesen wir schon drüber hinweg. Immer. Ja, schreibt eigentlich keiner richtig. Genau. Ja, meine türkische Freundin hier, ey, genau. So. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich denke auch, man müsste mal irgendwie sinnvolle Filme gucken. Also ich habe jetzt hier ja, also wir haben uns eine Serie angefangen. Ich glaube, die werden wir auch nochmal weitergucken mit von Guy Ritchie. Die fand ich echt cool. Komm, weiß jetzt aber gerade nicht, auf Amazon läuft die. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Das fand ich sehr amüsant. Und ich habe jetzt hier mit Aileens Vater, habe ich hier neulich Dune geguckt. Absolut geil. Ja, stimmt. Bei Film haben wir leider nicht so den gleichen. Bei Film, also Aileen steht so auf Sag doch mal, du hast wahrscheinlich Systemcrasher oder irgendwie sowas. Aileen steht so auf Problemfilme. Genau. The Zone of Interest. Ja, irgendwas mit Juden und Zweiten Weltkrieg und KZ. Das ist so. Also, wir haben einfach sehr unterschiedliche. Kann man sagen, ja. No. Ja, also mit dem Englischen habe ich auch echt ein gutes Gefühl. Wenn natürlich, ja, Gentleman heißt das, genau. Irgendwas mit Gentleman, genau. Ja, das ist tatsächlich, das Blöde ist nur, dass mir da jetzt momentan das Kursmaterial fehlt auf Englisch. Aber gut, wenn ich dann sehe, dass es Erfolg hat, dann kann man das ja auch noch machen. Ja. So, was ist aus eurem Podcast geworden, Dopamin? Ja, das hat für uns keinen Mehrwert gebracht, sage ich ganz ehrlich. Also das hat eigentlich nur, also gerade wenn man sich so öffnet mit Beziehungsthemen, ist so dieses Kommentarwesen, sag ich mal, was es da so gibt, besonders unangenehm, vor allen Dingen für Aileen, die das nicht so gewöhnt ist. Und da es auch jetzt so keine Werbeeinnahmen da gab oder irgendwie sowas, haben wir uns schon gefragt, was soll das? Und ja, hat sich für uns dann richtig angefühlt, das einzustellen, so, ne? Genau. Hattest du schon mal Erfahrung mit toxischen Beziehungen? Nee, ne? Nicht so richtig. Nee, kann man nicht sagen. Du sagst ja immer nein. Nee, kann man echt nicht sagen, ne. Kannst du mal Filme oder Serien empfehlen, in denen man sehen kann, wie eine gesunde Beziehung funktioniert? Das wird super schwer werden, weil das uninteressant ist. Das ist einfach uninteressant. Wir lieben das Drama und es wird sich kein Mensch angucken, ne? Deswegen, das ist das wird schwer. Also ich meine, das ist irgendwie doof, ne, dass dieses Gesunde manchmal so ja, eben so daherkommt, dass man es irgendwie, also selbst wenn jetzt mal im Fernsehen gesunde Beziehungen gezeigt werden, dann immer in Krisen so, ne, sonst ist, weil es, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt ja nur bei Spielfilmen, es gibt nur 8 oder 9 Handlungsstränge, ne, mehr gibt's gar nicht. Hab mir mal so jemand erzählt, der Drehbuchautor geworden ist. Also es gibt nur so 8 oder 9 Storyplots bei allen Filmen eigentlich, ne? Wenn ihr auch mal zum Beispiel überlegt, Star Wars, Dune, das sind also diese, also ganz viele Filme haben halt so diese Heldenstory, ne? Oder haben so ein, auch so bei Filmen ZDF, also dann gibt es halt immer so ein, erst läuft alles glatt und dann gibt es ein Riesenproblem und dann wird dieses Problem scheinbar gelöst, dann ist es doch nicht gelöst, dann gibt es nochmal kurz vor Schluss nochmal eine Krise und dann geht alles gut aus. Also und ohne irgendwie so Krisen und Scheiße, es fehlt einfach eine Storyline, ne? Ja, man hätte Dopamin sicherlich weitermachen können, aber wie gesagt, wenn ich muss auch sagen, ich muss ja auch das leben, was ich anderen hier auch sage, so, ne? Und
Also irgendwas machen, was so sehr schwierig ist, was aber so überhaupt keinen Mehrwert bringt. Ich meine, bei YouTube kriegt wenigstens mal ab und zu so ein bisschen, kriegt man ein bisschen Werbeeinnahmen und klar, macht meine Kurse bekannter, aber das ist ja, Podcaster waren ja, würde ich mal sagen, größtenteils Leute, die mich sowieso kennen von YouTube. Also wenn da gar, wenn so gar kein Mehrwert drin ist und ist ja nicht so, dass ich jetzt einen langweiligen Arbeits-, also oder einen unstressigen Arbeitsalltag habe, ne? Ja, aber der genau. Ja, stimmt, ist auch. Ne? Ja. Also man macht sich so irre angreifbar mit diesen Themen, das ist der Wahnsinn. Also ich erinnere nur mal an unseren, die Folge, unser größter Streit, wo wir auf dem Berg sind. Wie viele Leute dann so, soll ich mal sagen, bergtechnische Kommentare gemacht haben, wo wir überhaupt da lang gegangen sind. Und also das ist einfach so sinnlos. Also das, wirklich, ich muss sagen, ne? Das fand ich, ich muss mal kurz was dazu sagen, weil das fand ich jetzt irgendwie, dass dann da ganz konkret was zu einer Folge gesagt wird. Na gut, muss man, man muss ja auch das einfach so, damit muss man leben, wenn man so einen Podcast macht und dass da auch eine Menge hineininterpretiert wird und man eine Projektionsfläche ist und so weiter. Okay, konnte ich nicht immer nachvollziehen, aber okay. Aber was für mich dann eigentlich so endgültig der Grund war, diese Entscheidung zu treffen, das zu lassen, war, dass dann irgendwo ganz anders, wo es gar nicht so direkt um den Podcast ging, ja, genau. Wo wir dann irgendwie gelesen haben, was da irgendwie daraus gemacht wurde, aus dem, was wir da im Podcast, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, was da so mit einhergegangen ist. Also vor allem stand das ja so auch immer so im Zusammenhang auch mit deinem Buch zum Thema Polarität und was da so draus gestrickt wurde, das fand ich so dermaßen grenzüberschreitend und ekelhaft. Und ich versuche wirklich in meinem Leben alles Toxische, Ungesunde, irgendwelche schwierigen Leute irgendwie aus meinem Leben rauszuhalten. Und da ziehe ich mir das dann rein. Und ich fand, für mich war das so der Punkt, wo ich endgültig gesagt habe, ich bin dazu irgendwie nicht mehr bereit, das ist es mir nicht wert. Es hat mir total viel Spaß gemacht und wir haben ja auch ganz, ganz viel, auch gerade bei den Lesungen, ganz, ganz viel gutes Feedback dazu bekommen, aber das war, ging mir irgendwie zu weit. Das fand ich irgendwie so ekelhaft. Ja. Du weißt, was ich meine, ja, ne? Ja, also das Problem war halt, dass Aileen, also das an ganz anderer Stelle, da in irgendwelchen YouTube-Kommentaren dann über Aileen was gesagt worden ist, was so aus diesem Podcast dann irgendwo letztlich stammt. Und Aileen ist ja keine Person des öffentlichen Lebens und die wird einfach keinen Bock drauf, in diesen Abgrund da reingezogen zu werden. Und also, das muss man schon respektieren. Ne? Ja, finde ich auch. Gute Einstellung, absolut. Hm. So, warum sind es viele Leute so unverbindlich und wie wir mit umgehen? Also, da fragt ihr mich was. Also, ich hasse das ja wie die Pest, aber ich stoße da überall auf, weiß gar nicht, wie viele Freunde ich so ein bisschen, ja, wo das sich schlecht entwickelt hat, so wegen Unverbindlichkeit, ich weiß es nicht. Also in meinem Leben gibt es das auch zuhauf. Also dieses, ja, ich melde mich bis Donnerstag und dann nie wieder was gehört irgendwie oder, also das ist wirklich crazy, ne? Ich frage mich schon auch mal, was will denn das Universum sagen irgendwie? Das ist total verrückt. Ich weiß nicht, ob das, also glaube ich schon so ein bisschen Zeitgeist. Also wir merken das ja auch bei der, wir haben mal versucht, jetzt mal eine Live-Körpertherapie-Ausbildung zusammenzukriegen. Und jetzt überlegen wir schon wieder, ob wir die online machen, weil du kriegst, es ist wie so ein, sag mal, wie so ein Sack Flöhehütten. Du kriegst einfach keine Leute mehr zusammen, die sich auf einen Termin festlegen und da kommen wir jetzt, sondern das ist vielleicht so ein bisschen wie beim Dating. Man weiß ja nicht, was sonst in der Zeit ist. Das muss man sich offen halten und mal gucken und ich weiß nicht. Und Gott, wenn man sich 24 Stunden vorher anmelden kann, dann vielleicht. Also es ist, ich finde es ganz furchtbar, aber vielleicht bin ich da altmodisch, aber ich hab da keinen Bock drauf. Also das weiß ich nicht, dann, weiß ich nicht, ich gehe mal lieber mit dem Hund spazieren hier oder so, weiß ich nicht, das ist, der ist immer verbindlich und weiß ich nicht, ist mir auch egal, wenn die Welt sich so entwickelt, soll sie machen, aber ohne mich irgendwie, ne? Vermisst Aileen. Oh, freut sich Aileen. Ja. Gut, ich glaube, da werden wir uns mal wieder unserem bösen, dunklen Hobby widmen hier. Trash-TV. Was kommt denn heute eigentlich? Heute kommt doch Ochsenknecht, ne? Oder nicht? Nee, irgendwas haben wir noch nicht geguckt, ne? Haben wir nicht Ochsenknecht gestern geguckt?
Hast du nicht gesagt, dass wir irgendwas nicht Ach, geguckt jeden haben? Montag kommt Ochsenknecht. Also die Ochsenknechts übrigens lieben wir. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt und das kennt. Wo läuft denn das eigentlich? RTL. Nee, Quatsch. Nee, eben nicht. Auf Sky? Sky läuft das. Oh, also das lieben wir wirklich total. Also ich finde die ganze Familie gut. Jetzt in der Staffel werden so Einzelne so ein bisschen unsympathischer, aber im Grunde genommen sind die trotzdem, die haben so alle ihre Ecken und Kanten und halten aber trotzdem irgendwie so zusammen. Ja. Und ist sehr unterhaltsam. Können wir euch nur empfehlen. Ja. Läuft auf Wow. Echt? Ich weiß gar nicht, wo das läuft. Dafür bist du immer zuständig. So, genau, ansonsten gucken wir natürlich gern Bushido, das finde ich auch total Ah, krass, ey, gucken wir auch weil gerne. das ist wirklich, der wirkt ja mit seiner Frau so total co-abhängig und zwar gleichzeitig so ein Gangster-Rapper, das ist schon echt crazy, Das ey. gucken wir auch Ja. gerne. Aber so 50 hat uns auch jetzt so ein bisschen gecatcht, ne? Ja. Ja, genau. Ja, schön, dass ihr da wart. Und genau, sehen wir uns bald wieder. Und ja, danke für eure Kommentare und alles. Und ja, bis bald, ihr Lieben. Schön, dass ihr da wart. Ciao.